Wo sind die Dinger? Weiß gar nicht mehr, wie die hier aussehen. Nee, das ist nicht das Richtige. Zauber. Ah, hier sind die Shards. Wir haben zwei Titanite Shards und ein Large. Hält sich soweit noch in Grenzen. Na gut, 630 Seelen, damit können wir nicht so viel anfangen. Gehen wir wieder zurück. Hier hin. Travel dahin zum zweiten Leuchtfeuer. Der Kardinalsturm. Genau. Ja, und dieses kleine Ding hier, davon könnten wir übrigens auch mal selber einsetzen. Zing, 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 zing. Dadurch kann jetzt ein anderer Spieler uns herbeirufen. Was ganz schick ist. Weil selbst wenn wir da sterben, verlieren wir nichts. Oh, wir werden jetzt schon herbeigerufen. Okay. Multiplayer incoming. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, er führt mich nicht zu einem Boss. Obwohl, wenn er, der da, Rambo, komischen Tätowierungen, wenn der mich zu einem Boss führt und wir mit ihm zusammen... Genau, komm, geht töten. Ich will nicht rumemoten. Wenn er uns zu einem Boss führt und wir mit ihm den Boss töten, was ja einfacher wird. Ich werde nicht vorlaufen, Honk. Ich bin Magier. Also wenn wir einen Boss töten mit ihm zusammen, müssen wir ihn trotzdem in unserer Welt immer noch töten. Und er beschwört sich noch einen herbei. Komm schon, willst du doch irgendwas selber machen, Junge? Weg. Weg. Oh. Oh, sehr schön. Er will den Boss da oben machen, den wir hier nicht mehr machen können, weil er bei uns nicht mehr da ist. Das ist ein super Timing. Und wir sind zu dritt. Also ich muss nur darauf achten, dass... Oh, oh. Dass ich nicht getötet werde. Genau. Geh mal weg. So, ein Riesenvorteil... Oh, oh. Ein Riesenvorteil, wenn man in einer Gruppe arbeitet. Bei Bossen. Der Boss konzentriert sich recht häufig auf einen Spieler. Momentan auf uns. Was natürlich super ist, weil ne, wir eigentlich hinten stehen wollen und Schaden machen. Aber die anderen beiden können durchgehend auf den Boss eigentlich einhauen, einschießen, was auch immer. Und werden nicht behelligt. Ah, jetzt werden sie behelligt. Gut, dann kann ich schießen. Und das macht Bosse doch ziemlich einfach. Bam. Das, oh, oh. Das war neu. Eine Sache, die wir auch sehr, sehr beachten müssen, ist, Rambo da darf nicht sterben. Wenn er sterben sollte, verschwinden wir auch. Mit einem Grund, warum er sich ein bisschen zurückhält und uns vorlaufen lassen wollte. Ja. Ein bisschen in was muss man auch riskieren als Meister der Welt sozusagen. Der andere Schatten ist gleich kaputt. Syndra. Ah, unsere Bolzen sind... Oh, oh. Sind gar nicht so zielsuchend, wie ich dachte. Dass wir keinen Tank dabei haben, ist auch super. Normalerweise hat man noch immer einen Schildkämpfer dabei, der den ganzen Schaden schluckt, während der Rest... Was machst du da? Was zur Hölle war das? Haben wir zu lange gebraucht? Ah, sieht so aus, als hätten wir zu lange gebraucht. Nee, warte mal, hier ist er. Ich laufe gerade gegen eine unsichtbare Wand. Das ist es jetzt nicht. Ja, hier. Hier auch schon wieder. Wo laufen die anderen Jungs hin? Okay, die kämpfen sich da hinten durch. Gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt nochmal irgendwie da rausbekommen. Entweder ist er verbuggt. Oder wir haben zu lange gebraucht. Schade, schade, schade. Aber so könnten wir den Boss auf jeden Fall nachholen. Dann kommen wir zu den anderen Jungs. Hier. Zack. Zack. Also so könnten wir den Boss auf jeden Fall nachholen, indem wir einfach immer wieder unsere Markierung da setzen.
glaube, da musst du runterspringen. Jo. Lass mich ihn aber vorlaufen. Ist ja nicht so, als wenn wir der Teil wären, der hier unwichtig ist. Können wir uns heilen? Ja. Ich glaube, in Bosskämpfen kann man sich als weißer Schatten allerdings nicht heilen. Oder grauer Schatten ist das, glaube ich. Nee, grauer wieder was anderes. Aber das werden wir mit der Zeit sehen. Jetzt gehen wir in ein völlig neues Gebiet. Also für uns neu. Das ist ein bisschen doof. Spring. Das wollte ich eigentlich in meiner eigenen Welt entdecken. Aber jetzt müssen wir das einmal hier alles machen. Und irgendwie verändern wir uns gerade ein bisschen. Weil wir müssen das in unserer Welt alles nochmal machen. Weil das jetzt hielt ja nicht. Das ist ja nicht unsere Welt. Da ist ein Geist. Oder wir sehen es zumindest nicht. Hier wird wohl Loot gewesen sein. Der Typ sieht so hohl aus. Ja, du. Wie kann man nur mit ein wenig Verstand und ein wenig Respekt für sich selbst so einen Charakter spielen? Duty fulfilled. Und wir sind vorbei. Also, das war jetzt primär... Oh, Smooth und Silky Stone einmal. Sehr schön. Also als Belohnung, dass wir es gemacht haben. Und wir waren jetzt nur so eine begrenzte Zeit da, weil wir einen kleinen Speckstein benutzt haben. Also das weiße Friemel-Ding hier. Davon gibt es auch eine größere Variante. Und dann kann man den Leuten länger folgen. Ich glaube, ich setze den nochmal. Ich will den Boss nochmal probieren. So. Aber während wir darauf warten, dass uns jemand ruft, gehen wir jetzt runter und gucken uns noch ein bisschen um. Zack. So, also da ging nicht. Über die Brücke rüber ging nicht. Du, kaputt. Dich messern. Nein, nein, roll, 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 roll. Ja, die dreifache Innensteigerung hat schon gut was gebracht. Hier unten noch den einen. Dich. Ding. Ding. Ich glaube, wir haben ihn belästigt durch unser Dinggeräusch und er ist aufgewacht. Ah, und wir werden beschworen. Okay, dann hoffen wir mal, dass es wieder jemand ist, der den Boss versuchen will. Ich würde ihn echt gerne machen. Hallo, Oscar. Hallo. Und er benutzt TeamSpeak. Was willst du? Hör auf zu reden, geh töten. What? Okay. I just lost my souls down there, so I'm just gonna go and pick them up. Okay. Er ist da unten gestorben und wir sollen ihm jetzt helfen dabei. Das ist keine so super. Oh. Ja, ja, ja. Hol du deine Seele. Ich kümmere mich hier oben um die Axtmörder. Ist okay. Hold on a second. Oh, oh. Oh, shit. Und er ist tot. Und da er gestorben ist, verschwinden wir jetzt auch aus seiner Welt. Gut. Also Multiplayer ist nicht immer unbedingt so vorteilhaft. Recht häufig so einfach eine Zeitverschwendung. Aber man kann es halt zwischendurch versuchen. Und wir sind jetzt genau da aufgetaucht, wo wir eben aufgehört haben. Das heißt, man wird nicht immer wieder zurückgerufen zu dem Punkt da hinten. Was schon mal ganz praktisch ist. Das heißt, wir können jetzt hier ganz regulär weitermachen. Und ich denke, da wir eben gerade in der anderen Welt hier schon waren... Oh, 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 oh. Sollten wir jetzt hier auch weitermachen? Kzzz. Komm, 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 komm. Ja. Kampf im engen Bereich ist nicht gut für Magier. So, hier war allerdings gar nichts. Gar nichts, gar nichts, ja? Ja, da fällt mal runter. Okay, also müssen wir jetzt hier... Ich hätte gerne Heilung. Danke. Hier jetzt runter.
Ja, dich da töten. Ja. Leiter hoch, einmal ganz oben rüber. Und dann müssen wir zu diesem komischen Geist, den wir gesehen haben. Weil für uns wird er jetzt kein Geist sein, weil wir jetzt ja in der Wirklichkeit, also in unserer Wirklichkeit, bei ihm angekommen sind. Das ist alles ein wenig verwirrend, aber wenn man mit der Multiweltentheorie sich ein bisschen auskennt, dann klappt das schon. Also, du stirb, bevor du dein Schild hochhebst. Sehr gut. Du komm hinter mir her, Bogenschütze. Ah, du bist ja auch ein Bogenschütze. Momentchen. Du bist ein Bogenschützen-Zweihandkämpfer. Die Kombo kenne ich immer. Und da ist noch ein Schwertkämpfer mit Schild. Wir verlieren sehr schnell unsere Aufladung der Sprüche. Aber viel totes Zeug. Ah, sehr schön aus dem Weg gerollt. Heldenhaft, möchte man fast sagen. Aber was haben wir hier? Ich sehe keine Kiste in dem Haus hier. Kein Loot. Ne. Okay. Oh. Kapusch. Kapusch. Lauf. Und spring. Und roll nicht runter. Ah, Lebenscam. Sehr gut. Da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Das heißt, wir sollten trotzdem uns das Haus nochmal angucken. Also in der Etage, auf der Höhe, wo wir jetzt gerade sind, da habe ich von oben aus durch die Dielen nichts gesehen. Aber vielleicht kann man von da aus irgendwie noch eine Etage runterbrechen und da drin ist dann was. Also für später. Und hier haben wir eine Leiter, um wahrscheinlich wieder dahin zurückzukommen. Aber erstmal gucken, wie ich hier. Hallo Stein. Tonk. Hast gerade irgendjemanden erwischt. Schatz voraus, aber Loch. Vision einer Kiste. Nee. Ich denke nicht, dass da eine Kiste ist. Wenn doch, müsste ich wahrscheinlich irgendwie sterben, um daran zu kommen. Und ich bin gerade menschlich. Und wenn ich menschlich bin, bin ich nicht so wirklich motiviert zu sterben. Aber dann die Human Effigy benutzen müssten. Oddball ahead. Ja. Oddball ist ein schräger Vogel. Und der Typ da scheint wirklich ein schräger Vogel zu sein. Du. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. Oh, weißt du, dass ich ein Reisender bin? I'm navigating the continent to create a map. Er will also eine Karte herstellen. Karten sind immer gut. Why cartography, you ask? Nein. Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was a curse? Something about a curse? Ja, du bist auch Horntote. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago. Dranglik, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Hausbesetzer. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Dranglik. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall.